So Leute, hallihallo und willkommen zurück zu Pokémon. Felsnatter, wie ich es gesagt habe. Es bohrt sich mit 80 km/h durch das Erdreich, in dem es seinen massiven Raumkörper dreht und windet. Genau. Möchten wir Onyx einen Spitznamen geben? Nee. Nein. Dum, 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 dum. Jetzt haben wir ihn natürlich. Wow, das war jetzt auch sehr notwendig. Mit Licht jag einem eine Höhle keine Angst ein. Bist du stark genug, jagen dir Pokémon keine Angst ein. Selbst als ich noch ein Level 5 Feuerriegel hatte, haben mir Pokémon keine Angst eingeladen. Ja. Vulpix in dem Kampf. Dazu habe ich doch genau das richtige Pokémon parat. Nein! Los, Knuffenser. Nicht Knuffenser. Polani. Mit 5 KP. Spinnst du? Los, Flamme. Flamme. Ruckzuckspiel fand ich hier auch sehr schön. Im ersten in den ersten Generationen natürlich auch sehr schön, ne? Wie Ruckzuckspiel immer BAM aus der Seite rausging. Glut. Glut-Ehen. Ah, reicht nicht ganz. Ude wurde besiegt. Ude, der Lude. Also bitte. Hey, es ist jetzt Nacht. Tatsächlich. So, da unten kriegen wir eine Beere. Ich glaube nicht. Doch. Giftbeere. Ich dachte, das wäre ein anderer Baum. Tatsache, muss ich gestehen. Und wenn ich richtig lange nachdenke, werde ich mich sogar an den Namen dieses Herren erinnern. Komm, mach ihn noch. Los, komm. Gleich, ich will erst meine Pokémon heilen. Du Unmutiges. Oh, diese Musik fetzt auch sowas von. Aber meine Lieblingsmusik kommt sowieso noch. Charaktere auch in diesem Dorf anzutreffen, ne? Meine Lieblingsmusik kommt in der nächsten Stadt dann. Die wäre? Na, das Musikteam von Dukatia City. Ach, das ist die große... Genau. Was übrigens dieselbe Musik ist wie die Fahrradmusik, nur langsamer. Entschuldigung, Leute, das musste mal sein. Ne, wir erledigen erst das da. Da sind verschiedene farbige Aprikoko drin. Und das ist eine Aprikoko... glaube ich, 4 oder 5 Farben. Wzz, blue, grün, swz, grün, rot. Und ja, rot ist rot einfach. Ja, ja, passt ja 3 Buchstaben. Ja, dann gibt es 6. Aber der macht uns noch nichts da. Nein, noch nicht. Außerdem brauchen wir auch eine Aprikogrün. Hm? Wer bist du? Silver? Was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal. Ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Ruten von Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmons. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Ohne Hemd und ohne Gurt, einfach Kurt. Helm, ohne Helm. Nein, ohne Hemd. Da ist ein Angler. Ja, lass doch mal den Angler da angeln. Ja, der steht da bestimmt in der Ecke im Pokémon Center und hält seine Route in einen Bewässerungs... Oh, also bitte. Oh, bitte. Hallo, hier hören vielleicht 10-Jährige zu. Das ist das erste Mal, dass man übrigens auch die Box wechseln konnte. Das war sehr nützlich. Ja, das vor allen Dingen, um einen Pokémon-Verdopplungsglitch zu benutzen. Nee, Moment, man konnte auch im ersten die Box wechseln. Achso, nee, Pokémon bewegen konnte man früher nicht, genau, das meine ich. Achso, ja. Pokémon bewegen, genau. Radfratz kommt gleich mal weg, ablegen. Und jetzt ist Dreckskind. So. Und das Ei, ach nee, jetzt muss das ich ja... Das Ei nehmen wir mit. Onyx nehmen wir auch erstmal mit, ja. Ich finde, das Team ist erstmal so in Ordnung. Ja, es gibt nur noch ein Pokémon, was ich jetzt unbedingt haben will. Das da, Pokémon oder Brief bewegen. Verschiebst, das Spiel gespeichert. Ja, es gibt bereits einen Spielstand speichern. Ne, das machen wir jetzt aber nicht. Mann, wird so oft gefragt. So, wir quatschen den Angler mal an für dich.
Den Fischer? Auf Pelzpizza können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Nur ein Informant. Drogenkurier. Irgendwie sowas. Ha! Felino. Ja, und zwar habt ihr gehört, irgendwie der hat kurz... Hartmut. Nee, ich bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Ja, wenn der jetzt Hartmut heißt. Nee, der heißt nicht Hartmut. Irgendwas mit W. Der heißt W. Wilhelm. Tom. W. Irgendwas mit W. Ja, Wanderer. Halt die Fresse. Ja, auf jeden Fall hat Kurt gesagt, oh, ich, du willst, dass ich irgendwelche Bälle für dich mache? Wir hatten gar nichts gesagt, aber egal. Er hat ja recht. Wir wollen natürlich, dass er... das könnte wehtun. Ja, das hat wehgetan. Aber wir rechnen uns entsprechend mit einer Spezat, die ihm schwer zusetzen dürfte. Ja, man weiß ja auch, die Spezdev von Kleinstein ist es, wenn es jetzt kein anderes Recruit gibt. Nein, sehr schön. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Kurt macht uns Bälle aus Aprikokos. Genau. Wird er uns später nochmal sagen. Pokebälle. Und wir haben jetzt schon aufgezählt, es gibt verschiedene Farben und ich brauche unbedingt eine Aprikoko-Grün, weil mir das ist, einiges erleichtern wird. Was macht der daraus? Ein Turboball oder sowas? Nee, aus der Aprikoko-Grün macht er mir einen Freundesball. Und mit dem fange ich mir dann ein Zubat. Und mit dem... Ja, genau. Also, der Freundesball... Also diese Bälle, die die Kurt da macht, haben alle spezielle Eigenschaften. Und der Freundesball setzt die Startfreundschaft, die normalerweise, ich glaube, bei 30 oder 60 ist, keine Ahnung, setzt sie auf jeden Fall gleich auf 200. Mein Pokémon, das sich durch Freundschaft entwickelt, wie zum Beispiel Golbat, tut dies bei einem Freundschaftswert von 220. Verschiedene Sachen bringen verschiedene Freundschaftswerte, also so und so viele Schritte mit dem Pokémon rumlaufen, ein Level up und so weiter. Aber normalerweise dauert das halt ein bisschen. Und wenn ich mir dann so ein Zubat auf Level 9 meinetwegen fange und es sich dann auf Level 18, glaube ich, zu Golbat entwickelt oder so, oder 20, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall entwickelt es sich dann relativ schnell auch zu X-Bat weiter. Ja, okay. Und da ich X-Bat halt mag... Rein in den Fleckmann-Brunnen. Da die da unten... Die haben mein Felino schon wieder so zugesetzt, dass ich gleich nochmal heilen gehe. Man muss auch mal verzichten können. Worauf? Er macht's. Er geht heilen. Ich hab gesagt, ich gehe heilen. Willst du gleich mal im Markt gucken, ob du nicht vielleicht noch... Nee. Gutes Zeug finden. Nein, die brauchen meine Hilfe. Kurt schafft das nicht alleine. Düm, 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 düm. Mein Pokémon Ei ist gar nicht in einem Pokéball. Wie kann das da auf einem Pokéball, in einem Pokéball drauf liegen? Nee, die schmeißt das Ei da so rauf. Und das sieht so aus wie so ein Pokéball. Ja, ja, genau. Okay. Oh nein, Kurt steht einsam und verlassen da. Hallo Silber. Warum macht der nach beiden ein... Ich fand übrigens Hallo. Früher, das sieht nicht aus wie ein Ausrufezeichen, sondern wie ein Schuhabdruck. Du hast eine schöne Fantasie. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würde ich meine... mir ist nicht zu helfen. Silver, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Ich möchte euch jetzt was zeigen. Er kann sich nicht mehr bewegen. Ja, für diesen Gag klicken wir uns noch einmal durch sämtliche Textzeilen. Und wenn er nicht schnell genug... Okay. So, wir kämpfen gegen ein paar Rockets. Mist. Ich stand da oben wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Du hast mir zwar nichts getan, aber muhahaha und so. Rocket will kämpfen. Rocket Rüpel. Ah ja, genau. Hier sind die ja Rocket Rüpel. Ja, die heißen auch nur Rocket Rüpel. Die heißen alle Rüpel. Komische Namen. Komische Namen. Rüpel. Hallo Rüpel. Hallo. Unsere Verteidigung sinkt. Und damit greift er mich speziell an. Übrigens ist Radfratz gar nicht so eine schlechte Wahl an Pokémon eigentlich. Weil
Radfratz oder später dann halt Radikal. Er lernt Superzahn und Superzahn ist eigentlich eine richtige Überattacke, wenn man es so sieht. Hyperzahn gibt es ja auch noch, ne? Ja, aber Hyperzahn ist nicht so gut wie Superzahn. Nee? Nein. Hyperzahn macht irgendwie Damage und so. Superzahn zieht dir immer, also ist jetzt nicht gerade die finnische Attacke schlechthin, aber Superzahn zieht dir immer die Hälfte deiner KP ab. Ach so? Ja. Das heißt, egal wie effektiv oder nicht effektiv die Attacke ist, das heißt auch gegen einen Stahl oder gegen einen Gesteins-Pokémon kannst du einfach mal BAM die Hälfte der Attacke klauen. Oder gegen sowas Bulkiges wie Chanera. Chanera! Das ist ja die Attacke, um ein Pokémon zu fangen, ne? Weil man wird nie verlieren. Man ist immer nur halb. Man nähert sich nur asymptotisch der 0, dem 0. Nein, weil wenn es nur 1 KP ist, dann ist es ab. Aber verdammt, dafür brauchst du dann sowas wie Druckschlag. Oder wie es seit ich weiß nicht, seit wann es das kann, aber ich habe auch vergessen, wie die Attacke heißt. Auf jeden Fall kann Metagross dann später auch mit so einer Attacke lernen, die noch 1 KP übrig lässt. Und das ist schon ziemlich cool. Badam, bam, 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 bam. Bei so einer Musik muss ich irgendwie immer mitsingen. Fühl dich frei. Mach ich auch. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Wem geht es noch so? Wer von euch hat denn das Spiel übrigens damals schon gespielt? Damals, als wir noch jung waren. Als der Himmel noch blau war und das Gras noch grün. Ich soll aufhören, den Fleckmanns ihre Roten abzutrennen? Ja, versuche uns alle zu besiegen. Das werde ich auch. Weibliche Rocket Rüpel möchte kämpfen. Weibliche Rüpel. Subart. Ah, das war jetzt irgendwie übrig. Superschall, keine Wirkung auf Pflanze. Was? Warum nicht? Ich verstehe gerade nicht, warum das keine Wirkung auf Kofensa hatte. Oder war das jetzt nur eine Meldung von wegen? Manchmal. Okay, ich das ist anscheinend wie ein die Attacke schlägt fehl oder so. Okay, diese Meldung ist mir gar nicht mehr im Kopf gewesen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ekans. Es brennt. Die Verbrennung schadet gegen das Snackern. Genau. Tackle dich weg, du blöde Sau. Spittel dich weg, du blöde Sau, denn du bist dumm und ich bin schlau. Jo. 440. Und schickt einen Teil nach Hause. Oh yeah. Item. Oh, Fleckmon. Silber findet Supertrank. Oh, die Fleckmon sind so niedlich. Guck mal, sie bestehen aus 3 Farben und jeder erkennt, dass es ein Fleckmon ist. Das ist schon cool. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Der wäre uriniert, wäre der. Ja, ne, lass mal. Rocket Rüpel möchte kämpfen. Rocket Rüpel Radfatz. Stratfatz. Es sind doch immer dieselben Pokémon, die von diesen Rüpeln getragen werden. Radfatz, Radikal, Zubat, Smogmog. 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 Radfatz wurde nicht nur ganz besiegt. Mensch, wickelt es doch mal ein. Das reicht sowieso nicht. Doch, es reicht. Doch. Knopfenser. Zubat, da müssten wir mal wieder wechseln eben. Warum will ich immer da meine Pokémon? Ich glaube, später ist das andersrum. Was kann eigentlich mein... es kann bloß Einigler und Kreideschrei und... Ja gut, das war jetzt nicht sehr effektiv. Klut mit K. Klut. Wer kennt es nicht? Flame erhält 51 EP-Punkte. Das habe ich früher auch geliebt. Leute, die EP-Punkte gesagt haben. EP-Punkte, genau. Das ist wie Cuttermesser.
Ja gut, das hat sich ja so eingedeutscht, aber es ist richtig. Eigentlich ist es dämlich. So, quatsch mir das Fleck mal an. Oh Mann. Es trägt einen Brief. Brief lesen? Ja. Silver liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Fleckmon. Danke, Papa. Naja, jetzt kommen wir noch essen Opa. Eine Type da. Type Fleckmon. Eins mit Rute. So doof das ist, aber wir müssen jetzt einen Fleckmon fangen. Wenn ich es nicht besiege, fange ich jetzt einen Fleckmon. Haha. Das ist ein Zeichen. Fluch. Fleckmons Init sinkt, aber Angriff steigt, Verteidigung steigt. Ja, das war damals noch so, wenn ein Nicht-Geist-Pokémon es eingesetzt hat. Was war bei Geist-Pokémon dann? Sie ziehen sich die Hälfte, glaube ich, der KP ab und belegen dich mit einem Fluch, der dir jede Runde ein Viertel deiner KP abzieht. Ziemlich mächtig, lustig nur, wenn du weißt, dass ein wildes Pokémon oder ein Trainer immer Fluch macht. Fleckmon, Schnarcher. 1,20 groß, 36 Kilo schwer. Süßer Saft ist auf seiner Route. Obwohl sie nicht nahrhaft ist, macht es Spaß, darauf rumzukauen. Das ist ein sehr interessanter Pokédex-Eintrag. Das ist ein sehr verstörender Pokédex-Eintrag. Und wenn das schon im Pokédex süßer steht, kann ich... Süßer Saft ist auf seiner Route, auf dem man rumkauen kann, auch wenn man nicht viel davon hat. Ja, ich kann auch verstehen, warum Team Rocket das haben will, aber naja. Bin mal kurz out. Ja. So, möchte ich Fleckmon einen Spitznamen geben? Spitzmon einen Flecknamen geben? Nein. So, wir machen kurz alleine weiter. Quatsch mal das Fleckmon an. Ein Fleckmon mit abgetrennter Route. Das trägt keinen Brief. So, wir verschwenden noch einen Trank. Für November. Bam. Jetzt können wir mal lästern. Er ist nicht da. Lester Morph. Morph Lester. Wenn du bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. So, und da der liebe Scantrix gesagt hat, der will auf jeden Fall mal in die Videos reingucken. Scan, wenn du das hier noch siehst, schreib mal einen lustigen Kommentar. So, wir schicken Smogon in den Kampf. Los, Knurf, Ensa. Ranken. Das ist bestimmt nicht sehr effektiv, oder? Nee, das war klar. Pokémon. Flame. Glut. Bam. Ich meine, so wie der Dampf müsste es eigentlich sehr effektiv sein. Wir können auch das ganze Ding anzünden. Das sind irgendwelche Giftgase, die sind bestimmt hochentzündlich. Knuffenser erreicht Level 15. Knuffenser erlernt Schlafpuder. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was? Team Rocket macht auch Let's Plays? Egal. Yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Muhahaha. Okay, Fleckmon? Hä? Fleckmon? Weiter so, Silver. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Ach, jetzt auf einmal. So, jetzt quatschen wir eben mal an hier. Hi, Silver. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Pokebälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber bitte nimm es. So, wir erhalten einen Köderball, der, soweit ich richtig weiß, gut für Fisch-Pokémon ist, Wasser-Pokémon. Silver steckt Köderball in Balltasche. Ich mache Bälle aus Aprikokus. Pflücke sie von Bäumen und bringe sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du einen Aprikoku für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. So, wir geben ihm die Aprikoku. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Ja, wir können später auch mehrere Aprikokus von einer Farbe geben, wenn mich nicht alles täuscht. Und er braucht trotzdem nur einen Tag. Das Fleckmon, das mir mein Vater gab, ist wieder da. Auch seine Rute wächst wieder nach. Damit das Kind an dem süßen... Nee.
Tut mir leid. Please. Das war ein schönes Schlusswort für diese Episode. Nein, wir vergessen das. Keine Routen, kein süßer Saft. Nichts mit krankhafter Pokémon-Zoophilie. Wir verabschieden uns. Genau, mit diesem Düm-Düm-Düm-Düm verabschieden wir uns für die heutige Folge und sehen uns morgen wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle oder so war mal der Spruch von irgendwem. Ja. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.